Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst vom 7. Juni. Es ist das letzte Mal, wo wir hier so eine Aufnahme machen vor leeren Sitzreihen. Und ich freue mich einfach mega, dass wir in der Woche wieder hier zusammenkommen können und mit ein paar Einschränkungen einander auch begegnen und sehen und zusammen auch den Gottesdienst feiern. Ich möchte jetzt noch beten. Vater im Himmel, danke, dass wir auch wieder können so von dir sein, von dir zur Ruhe kommen, uns auf dich ausrichten. Ja, wir wollen auf dich schauen. Du bist der, der uns erlöst hat. Du bist der, der für uns da ist. Du bist der, der uns reich beschenkt hat und mit uns unterwegs ist. Danke vielmals, dass du nicht irgendwie an einen Ort gebunden bist, sondern dass du einfach überall erfahrbar und erlebbar bist. Ja, mögst du unser Herz einfach berühren, mögst du uns stärken im Glauben. Amen. Vor einer Woche haben wir uns mit Pfingst auseinandergesetzt und gefeiert, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgossen hat. Und ich finde, das ist ein mega Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Durch das ermöglicht er uns, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit ihm unterwegs sein können. Dass wir ihm vertrauen können, dass wir ihn erfahren, erleben, weil er in uns wohnt und mit uns unterwegs ist. Und das ist viel mehr als einfach so können so für wahr haben, ja, es könnte irgendwo einen Gott geben oder mal in einer Notsituation wieder mal ein Stossgebet in den Himmel schicken oder uns abmühen und schauen, irgendwie ein gutes Leben zu führen, dass vielleicht Gott mal gefallen hat an dem. Nein, der Heilige Geist wird mit uns zumindest im Leben sein, wird uns Kraft schenken, Ermutigung, Führung geben. Ja, Jesus hat gesagt, er gibt uns den Heiligen Geist, damit wir das, was wir in der Bibel lesen, auch aufnehmen können. Dass es uns wie eine Nahrung ist und uns stärkt und wir auch verstehen können, was er meint und wie er über uns denkt. Er hat den Heiligen Geist gegeben, um uns auch zu verändern, dass wir nicht krampfhaft aus uns selber raus das tun müssen, sondern er hilft uns, dass wir können geduldiger werden, freundlicher, dass wir Menschen können annehmen können, die vielleicht uns nicht unbedingt gerade auf Anhieb sympathisch sind. Oder er rüstet uns aus mit Gaben, die uns befähigen, anderen Menschen zu dienen und so weiter. Ja, wir können da noch ganz viel mehr aufzählen, was der Heilige Geist für uns sein will. Und ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, ohne den Heiligen Geist zu leben. Ja, ich brauche ihn, damit ich überhaupt einmal an dem Ziel ankomme. Ich kann mal mit Jesus anfangen. Und jetzt bin ich auf dem Weg unterwegs. Ein Weg, der nicht einfach so eine bequeme Straße ist, wo man so am Rand ein bisschen steht und da zuschaut, was die anderen machen oder vielleicht von anderen mitgenommen wird. Nein, es ist manchmal ein Weg, der vielleicht mehr wie ein Marathon zu vergleichen ist. Mit Höhen, mit Tiefen, mit Herausforderungen. Der Paulus hat das mal so beschrieben. Und zwar im 2. Korinther, möchte ich lesen aus dem Kapitel 11, ab Vers 26. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten durch reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage. Oftmals habe ich Nächte durchgewacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Die Worte mögen uns vielleicht erstaunen, dass der Paulus einfach so Schwierigkeiten hat. Wir denken eher, er ist doch erfolgreich gewesen, hat viele Menschen können zu Jesus führen oder Gemeinden gründen. Das ist sicher so gewesen, aber auch das, was er da beschreibt,
hat er durchgemacht. Unser Weg oder unser Marathon hat vielleicht andere Herausforderungen, als damals der Paulus hatte. Und je nach Lebensabschnitt sehen die auch unterschiedlich aus. Ein Punkt könnte zum Beispiel unsere Finanzen sein. Da gibt es vielleicht Leute unter uns, die müssen schauen, dass es irgendwo aufgeht, dass es möglich wird, am Ende des Monats wirklich alle Rechnungen auch bezahlt zu haben. Oder andere wissen nicht so recht, wie sie mit ihrer Arbeitssituation weitergeht, ob ihr Einkommen gesichert ist oder nicht. Wiederum andere haben vielleicht so viel, dass sie um ihr Vermögen bangen, wenn wieder der nächste Börsencrash kommt. Oder sind herausgefordert, dass ihr Herz nicht ans Geld hängt, sondern könnt grosszügig sein und andere unterstützen. Ein anderer Punkt, der vielleicht für die einen eine Herausforderung ist, ist Gesundheit. Viele träumen davon, alt und noch fit zu sein und noch vieles machen können. Aber es ist nicht für alle möglich. Plötzlich macht uns irgendeine Krankheit oder irgendeine Beschwerde einen Strich durch die Rechnung. Man fühlt sich schwach und krank. Oder vielleicht die einen werden von Depressionen geplagt. Wieder ein anderer Bereich sind unsere Beziehungen. Ja, wir sind so geschaffen, dass wir andere Menschen brauchen. Und ich hoffe, jeder darf auch erleben, dass er andere hat, die mit ihm ein Stück Weg unterwegs sind. Manchmal ist es aber auch nicht so einfach. Da gibt es Beziehungsknatsch, da gibt es Streit oder Unverstandensein, Unversöhnlichkeit, vielleicht in der eigenen Familie oder in der Verwandtschaft, die blockieren, die es schwierig macht. Oder gibt es Menschen, die kommen und gehen und irgendwo fühlt man sich irgendwie allein gelassen. Ja, in all diesen Herausforderungen, auf dem Weg, wo wir da unterwegs sind, da wird sich der Heilige Geist in uns zeigen. Ja, wir brauchen ihn, seine Kraft, seine Weisheit, dass er auch in Chaos wieder Ordnung und Frieden einbringen kann. Dass wir nicht als Verlierer unterwegs sind, sondern mit seiner Hilfe auf die Sachen auch bewältigen können. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist, weil sonst auf dem Weg unterwegs der Power würde ausgehen. Oder wir durch irgendwelche Angebote fehlgeleitet würden. Oder weil uns Hindernisse einfach den Mut wegnehmen. Ich bin auf eine interessante Stelle gestoßen, wo der Heilige Geist ja, für uns sich auch einsetzen will. Eine Stelle, die man vielleicht nicht so beachtet tut, wo im Römer 8, Vers 26 steht, wo der Paulus da der Römer schreibt: Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Speziell der Geist, der unserer Schwachheit hilft. Schwach sein ist gar nicht populär. Man will lieber stark sein, man will es im Griff haben. Für den Paulus und die Christen damals anscheinend kein Problem gewesen. Nein, der Paulus hat mit dem können den Christen in Rom Mut machen. Und dann ist auch so ein rauerer Wind entgegengekommen, als uns natürlich heute. Der Geist wird unserer Schwachheit helfen. Und das im Zusammenhang auch gerade vom Beten. Ja, manchmal wissen wir nicht, wie wir richtig auch die Situationen vor Gott sollen bringen, die uns herausfordern. Wie wir sollen beten, dass er wirklich uns auch helfen kann. Darum hat der Jünger mal zu Jesus gesagt: Hey, lehr uns beten. Und er hat ihnen das Unser Vater mitgegeben. Und aus dem Unser Vater können wir ja daraus nehmen,
wie wesentlich das auch ist, dass wir eben zu Gott kommen als dem Vater. Und dass es zuerst um ihn geht, um sein Reich, um sein Willen. Und dann erst kommen wir mit unseren Bedürfnissen. Jetzt mag vielleicht jemand sagen, ich weiss doch, was ich soll beten. Ich habe da ganze Liste mit Anliegen. Gott, gib mir bitte eine gute Arbeitsstelle. Nimm die Kranken weg. Ändere bitte die schwierige Situation mit dieser Beziehung, in der ich drin stehe. Lass den Jonathan und Romy zum Glauben finden. Nichts gegen so eine Liste. Oder dass wir nicht konkret beten sollen, aber gleicht unser Beten manchmal nicht so eine Liste, wo wir einfach Gott vorheben und ihm Anweisungen machen, was er tun soll. Ja, manchmal ist wenig vorhanden von Anbetung, von Lob, von Umkehr, von Losen auf ihn. Und kann dann Gott die Gebete wirklich erhören? Hilft er uns dann auch? Ich bin überzeugt, wir brauchen auch Gottes Geist gerade in diesen Herausforderungen, die wir drinstehen. Oder dass er uns auch hilft, eben auch beim Beten. Jesus hat einmal gesagt, die Gebete werden gehört, wo man in seinem Namen betet, wo man in seinem Willen auch betet. Oder wenn wir ganz nah mit ihm auch verbunden bleiben. Und dann will er die Gebete nicht in erster Linie so erhören, dass wir gross dabei rauskommen und können irgendwie sagen, hey, schau mal, wie Gott durch mich wirkt, sondern letztlich geht es um die Ehre von Gott, um sein Reich, um seine Grösse. Dass er unserer Schwachheit aufhilft, kann man auch so verstehen, dass er uns hilft in unserer Sprachlosigkeit. Ja, manchmal ist so eine Situation vielleicht so schwierig für uns, dass wir nicht mehr wissen, wie beten, wieso ist die Sprache verschlägt. Oder wie wir vielleicht so schwach und krank sind oder am Boden liegen, dass wir es nicht mehr schaffen, Wort zu finden. Oder wir sind voller Zweifel und Angst und Unglauben. Ja, dann ist es gut, wenn der Heilige Geist uns hilft. Oder manchmal frage ich mich auch, ja, soll ich jetzt um offene Türen oder geschlossene Türen beten? Was ist besser? Dass etwas gelingt? Oder ist es nicht manchmal so, dass wenn etwas missratet, dass dann erst Gott sich zeigen kann? Uns ist verheißen, dass Gottes Geist unsere schwache Gebet uns es nicht recht wissen, vor Gott bringt. Und zwar wie einer, der als Anwalt für uns eintritt, als Fürsprecher. Ich habe zwar noch nie so einen Anwalt gebraucht, oder ich bin auch froh darum, aber manchmal ist es einfach unentbehrlich, wenn man so Leute hat. Aber was ich schon erlebt habe, es ist manchmal hilfreich, wenn jemand mitkommt, bei etwas, was man nicht so gut versteht. Zum Beispiel beim Kauf eines Autos. Oder beim Kauf von einem Haus, wo jemand noch mehr dahinter sieht oder konkrete Fragen stellen kann, die man selber nicht kann. Und genau so wird der Heilige Geist mit unaussprechlichem Seufzen eindringlich, tief und innig eben so vor Gott kommen. Für uns. Und das Seufzen, das ist nicht irgendein verzweifeltes, ein hoffnungsloses Seufzen, sondern es ist ein Seufzen, das in der Erwartung lebt. Ja, das Größte und das Beste kommt noch. Ein Seufzen, das uns wieder neue Kraft, Mut und Leitung schenkt. Weil eben Gottes Geist sich so stark mit uns und unserer Situation identifiziert. Und er uns versteht. Ja, wir sind eben manchmal am Ende oder an der Grenze. Wir sind eben noch Glaubende, noch nicht sättig, die schon schauend sind. Er setzt sich für uns vor Gott ein. Aber was Gott daraus macht, ja, das ist manchmal nicht immer so, was wir uns wünschen. Oder nicht immer zu dem Zeitpunkt. Weil wir eben eine andere Sicht haben.
Weil Gott andere Gedanken hat. Weil wir manchmal kurzsichtig sind, leidensscheu oder manchmal auch zu wenig erwartet und vertraut. Von weiterer Unterstützung durch den Heiligen Geist schreibt Paulus auch noch in dem 8. Kapitel. Nämlich, dass Gottes Geist einer ist, der uns inneren Antrieb gibt. Nicht ein Sklaventreiben, sondern er will uns einfach Kraft und Mut geben, auf dem Weg dran zu bleiben, gehorsam zu sein und an Gott festzuheben. Und im Vers 16 heißt es in dem Kapitel, dass Gottes Geist uns auch Gewissheit gibt. Wir sind seine Kinder. Wir sind von ihm getragen. Wir sind von ihm geliebt. Und er ist für uns da. Dass Gott durch seinen Geist für uns eintritt, dass er seufzen tut, das ist vielleicht so ein bisschen eine feine Seite vom Heiligen Geist. Und steht so ein bisschen im Gegensatz zu anderen Seiten vom Heiligen Geist, was heisst von Feuer und Flamme. Aber bei all dieser Sanftheit, bei all dieser Feine von dem Heiligen Geist, ist es trotzdem nicht einer, der uns irgendwo verhätschelt. Ich habe da ein Zitat, ich weiß nicht, von wem das ist. Die Person hat gesagt, wenn wir geistlich wachsen wollen, dann wird dies für uns auch Widerstände und Wüstenzeiten bedeuten. Eher als ein friedliches Picknick am Ufer des Jordan. Ja, ich bin froh um das Geschenk von dem Heiligen Geist, wo trotz oder gerade wegen unserer Begrenztheit mit uns eben ans Ziel kommt. Ja, ich will den Heiligen Geist nicht missen, wo uns dabei unterstützt. Und wo parat ist, eben auch mit Seufzen vor Gott für unsere Schwachheit auch einzutreten. Darum geben wir dem Heiligen Geist immer wieder Raum. Vertrauen wir unser Leben ihm ganz an, dass er wirklich in uns kann wirken und uns zum Ziel bringt. Ich habe noch so 3 Gedankenanstöße zum Schluss. Habe ich Gott schon für die geniale Unterstützung durch den Heiligen Geist Danke gesagt? Wie bin ich auf dem Marathon mit Jesus, mit dem Heiligen Geist unterwegs? Und ihr könnt mir den Heiligen Geist beim Beten noch weiterhelfen, dass ich erhörlich beten kann. Ich werde jetzt noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich will dir auch vielmal Danke sagen, dass du uns deinen Geist, den Heiligen Geist, gegeben hast, ausgossen hast. Dass du für uns so immer wieder da bist. Und es ganz viele verschiedene Facetten gibt, wie er uns auch beistehen will. Damit wir den Marathon, den Lebensweg oder vom Glauben zum Schauen wirklich auch können, das Ende führen und mal bei dir in der Herrlichkeit sein. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns leitet. Der uns Sachen aufzeigt in deinem Wort, wo uns manchmal einfach angumpelt und neu Mut macht. Danke, dass wir nicht einfach allein müssen irgendwie uns irgendwie probieren zu verändern oder irgendwelche Frucht entstehen, sondern dass du uns den Heiligen Geist gibst, der uns umgestaltet, der uns verändert, der uns auch ausrüstet mit Gaben, dass wir anderen dienen können.
Danke auch für den Trost, für dein Beistehen, auch in schwierigen Zeiten, wenn wir vielleicht am Boden liegen oder jemand, der uns näher war, auch verloren haben. Oder nicht ein- und auswissen. Ja, wie eine Mutter, sein Kind, willst du einfach auch unser Trost sein und uns durchhelfen, uns durchtragen. Und wie wir da auch gelesen haben, in all diesen Herausforderungen, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo unsere Schwächen offenbar werden, wo wir manchmal nicht mehr wissen, wie auch zu bitten, sagst du, dass du der Heilige Geist ja, sich einsetzen tust für uns. Ja, du Heilige Geist, du setzt dich ein vor dem Vater. Du tust in ja, unser Stammeln oder uns nicht recht wissen, wie in Wort umformulieren, wo der Vater auch erhören kann und wo er eingreifen kann und Neues entstehen und Neues wirken. Ja, das staunen wir einfach, dass du dich so für uns einsetzt, dass du eben so wie ein Fürsprecher, ein Anwalt bist. Und das alles umsonst. Ja, Heiliger Geist, wir wollen dir einfach an dem Ort, wo wir stehen, an dem Lebensabschnitt einfach ganz neu wieder Raum geben. Komm du hier. Übernimm du einfach die Leitung. Übernimm du einfach ja, die Kraftwirkung, die wir brauchen. Bist du unsere Quelle. Und lass uns ja, ermutiger sein. Dass wir auch andere können, ja, weiterführen an dem Ort, wo sie sind. Weil du in uns lebst, weil du in uns wohnst. Danke, dass du so auch mit uns kommst, auch den Tag oder die Woche, die vor uns liegt. Du weißt, was wir brauchen, wo wir herausgefordert sind, sei es mit unseren Finanzen, sei es mit unseren Beziehungen, sei es mit unserer Gesundheit oder was auch immer. Ja, möchtest du jedes, der jetzt einfach auch da zuhört, segnen. Lass dein Angesicht über jedem leuchten, schenk jedem einfach deinen Frieden und deine Gnade. Amen. Ja, ich wünsche allen eine gute Zeit und gute Erfahrungen vom Weg mit Jesus oder mit dem Heiligen Geist, dass er ja, erlebbar ist für euch und er sich wirklich immer wieder einsetzt für euch, dass ihr gut unterwegs sein könnt.